Auf dem Gardermoen Raceway liegt der Bahnrekord für Autos bei 4,7 Sekunden für eine Viertelmeile. Rund 402 Meter, auf denen eine Spitzengeschwindigkeit von 514 Stundenkilometer erreicht wird. Asphalt wird wahrscheinlich nirgends so heiß gefahren wie bei den Kurzstreckenrennen für Dragwagen und Bikes. Die Sanierung des Gardermoen Raceway an der Ostseite des Flughafens von Oslo erforderte also höchste Präzision. Das war auch dem Team von Stange Asphalt AS bewusst. Schon kleine Unebenheiten im Asphaltbelag lassen die Dragster instabil werden. So betrug die Toleranz bezüglich der Ebenheit für jede der vier Einbaubahnen nur plus minus 2 mm auf einer Breite von gut 4,5 Metern. Dabei sollte das Dachprofil für die seitliche Ableitung des Regenwassers auf der insgesamt 18,5 Meter breiten Rennstrecke exakt plus 1 Grad aufweisen. Für diese Qualitätsarbeit vertraute das Einbauteam von Stange Asphalt auf die innovativen Technologien von Vögele und Hamm. Profilgenauigkeit und Ebenflächigkeit garantierte der Raupenfertiger Super 1900-3i mit der Vögele Nivellierautomatik. Das Niveltronic Plus System ist, wie auch das benutzerfreundliche Bediensystem Ergo Plus 3, vollständig in die Maschinentechnik des Fertigers integriert. Die Folge? Höchste Präzision bei einfacher Bedienung. Selbst anspruchsvollste Arbeiten lassen sich so extrem genau und zuverlässig ausführen. Niveltronic Plus erkennt zum Beispiel jeden angeschlossenen Sensor automatisch. Die Konfiguration der Nivellierautomatik mit Neigungsfühler und Ultraschall-Multisensoren ist zeitsparend und unkompliziert durchzuführen. Eine wichtige Voraussetzung für höchste Oberflächenqualität war darüber hinaus die unterbrechungs- und berührungsfreie Versorgung des Super 1900-3i mit Material. Der Vögele Powerfeeder MT3000-2i Offset bewies hier seine Stärken. Er beschickte nonstop, ohne andocken zu müssen, sodass in einem Zug eingebaut werden konnte. So waren Anfahrbuckel und Quernähte kein Thema. Das perfekte Finish besorgten die Hamm-Tandemwalzen. Sie verdichteten anschließend schonend alle drei Schichten des neuen Asphaltpakets. Die DV70VO und die DV90VO waren jeweils mit einer Vibrations- und Oszillationsbandage ausgestattet, um Wellenbildungen oder Kornzertrümmerungen effektiv entgegenzuwirken. Am Ende stellte der Eigentümer der Rennstrecke, die North Drag Racing Gardermoen, die sanierte Fahrbahn mit einigen Testfahrten auf die Probe. Das Ergebnis? Perfekt bestanden. Der Start für die nächsten Drag Racing Series ist frei.